Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir sind ja noch in den Grabeshöhlen, in der Pulverwüste. Wollen jetzt wieder rausgehen. Denk mal, wir haben sie ziemlich gründlich erforscht. Ja, ich nehme an, wir haben hier alles abgegrast. Ja. Auch. Wenn es irgendwo reinging, müsste es auch irgendwo wieder rausgehen. Du sagst, wir müssen an der rechten Wand entlang laufen, ja, um rauszukommen. Kann natürlich sein, dass da noch eine Falle unterwegs, die wir vermeiden müssen. Ich glaube nicht. Gut. Gut, dass du glaubst. Ich kann mich hier an keine Falle erinnern. Nee, ich mich auch sowieso nicht. Also. Ja, das war eine recht große Höhle. Ja, die hat gar nicht so groß ausgesehen. Genau, eigentlich zwei, wie gesagt. Also Grabeshöhle und Seelengrund. Richtig, wir kommen ja erstmal noch in die andere Höhle. Wir kommen erstmal in den Seelengrund und von dort aus kommen wir dann wieder an die Oberfläche. Genau. Ja, hier ist die Tür. Genau. In den Seelengrund. Aber ich muss eigentlich nicht mehr schleichen hier. Ich glaube, wir haben hier alles. Ja. Das würde ich eigentlich auch annehmen wollen. So schnell wachsen die da nicht nach. Nee. Das war ein Auto-Saving. Saving. Wie schön. Mal sehen, wie viele Abzweigungen haben wir hier. Karte gucken. Links müssen wir. Nach Westen. Wir müssen links. Aha. Na, hier sind wir hergekommen. Ich wollte wieder zurück in die Grabeshöhle, ja, irgendwie. Ach so, Quatsch. Nein, das willst du doch nicht. Nein, nicht wieder zurück. Ich habe mich schon gewundert, was du willst. Ja, hier nach Süden müssen wir. Ja, genau, nach Süden und dann. Dann dreht er sich immer wieder nach Osten. Um. Du darfst nicht kreiseln, wenn du dann total die Spur verlierst. Hm. Da war unsere Gittertür, genau. Naja, Gittertüren hatten wir ja. Na gut, das war jetzt diese hier, diese spezielle, richtig. Die uns da rein, also auf den Weg gebracht hat. Ja, jetzt sind wir gleich draußen. Genau. Nach Pulverwüste. Da steht so eine einsame Figur. Ja. Bist du das? Nö, ich habe keinen so einen hübschen Mantel. Ist eher ein Cape, ja. Oh. Hier schwebt eine Hand. Ja. Eine violette. Hast du eine Markierung, die du hinterlassen hast? Ja. Als du. Ja, ich war ja verkaufen musste ist. Also eine Markierung hinterlassen, damit ich wieder zurückspringen kann. Genau. Nun gut, was haben wir denn noch auf dem Schirm? Also wirklich, hier haben wir ein Bergwerk auf dem Schirm. Ja, warum nicht? Gehen wir mal dahin. Jo. Metall kann man eigentlich immer brauchen. Und es müsste hier eigentlich relativ hochwertiges Metall geben. Ja, in einer hochwertigen Gegend sollte man hochwertiges Eisen verlangen. Ja, haha. Aha. Ja, mal sehen, ob wir da rumkommen. Ach, auch so ein Denkmal. Ja, hier ist. Aufpassen! Nicht den Steppentanzer. Aber was ist denn das andere? Das ist ein Knochenfetzer. Also, Steppenstampfer ist das. Oh Gott. Das ist das Problem, was wir auch manchmal fast in Skyrim hatten. Wenn du irgendjemanden erschießt, der dir nicht sehr genehm ist, dass du dann mit anderen auch kämpfen musst, die du eigentlich nicht. Achso, war bei Dragon Age Inquisition zum Beispiel war das so. Könntest du nämlich den Stampfer erwischt haben,
halte es hin. Ja. Gut. Und dann könnte der wieder böse sein. Das war doch in Inquisition so, Dragon Age Inquisition. Guck mal, da steht da und guckt der Stampfer. Ja. Was war denn das denn? Ja. Geh mal weiter. Ja. Du sollst dir hier nicht stundenlang diesen Knochenfetzer angucken. Süß irgendwie. Ja, die sind schon niedlich. Guck mal, hier ist ein Rucksack. Gut. Mhm. Ja. Gehst du jetzt weg da? Ach, lass ihn. Das willst du doch ein bisschen Fetzer ausweiden. Jo, ich wollte eigentlich gucken, was der Fetzer noch so dabei hat. Der ist doch hier. Knochenreißen. Na schön. Knochenreißen. Eine Klaue. Oh, wow. Die Klaue. Sind wir aber glücklich, dass wir die Klaue haben. Na ja, na. Na, so direkt den Berg hoch wird es wohl nicht klappen, oder? Hm. Ich fürchte. Was haben wir da hinten? Hm? Nee, auch seine Markierung. Das ist nur deine Markierung. Ja. Das ist eine komische Art Rauchsäule. Was ist das denn eigentlich? Hoi. Ist das eine Rakete? Hat man hier eine Rakete abgeschossen? Ja, hier auch. Guck. Ach, guck mal, diese komischen Konstrukte hier, über die wir uns schon gewundert haben. Ja. Die scheinen da jetzt irgendwas abzusondern. Tja, jedenfalls ist das Bergwerk auch nicht weit entfernt. Nee, aber. Aber wahrscheinlich das. Naja, das kann man schon, glaube ich, erreichen. Und ja, das ist auch noch so ein Denkmal. Oder sowas. Ja, also auf dieser Seite vom Berg ist wohl ein Bergwerk und auf der überliegenden Seite auch. Außerdem gibt es auch noch eine Höhle. Da ist schon wieder so ein Fetzer oder was ist das? Ich würde nicht. Ey, das ist. Das sieht ziemlich groß aus. Aber der einfach jetzt irgendwo schießen, wie letztens, und dann wieder abhauen müssen, ist auch nicht das, was wir wollen. Nee, das ist eine von den Konstrukten. Ach. Alte Sternlings. Eine alte Sternlingsgrabstätte. Ja, genau. So ein Konstrukt ist das. Ja. Der dampft vor sich hin. So einen hatten wir ja auch mal in Dragonborn als. Kumpel sozusagen, als Begleiter. Der war auch nicht schlecht, oder? Ja. Oh, guck mal, was ist denn das für eine Frau? Ja, wenn ich das wüsste. Speichern und dann schießen. Ja, oder eine Sternlingsattrappe. Ja, ich nehme mal den Sternling. Ja. Besessen ist die. Besessene. Nee, da brauchst du wieder keinen. Da brauche ich nicht lang. Das ist natürlich traurig. Wenn die besessen sind, heißt es ja, dass irgendwie irgendwas wirkt, wirksam ist. Entweder der schwarze Stein, der hat sie wohl nicht. Aber guck mal, nicht alle. Der hier dampft, der hier nicht. Ja. Da. Auch ein Marodeur oder was. Hatte ich entdeckt. Besessen. Es wird alles besessen hier. Wird man hier besessen? In diesem Tal? Ah, die sind ganz schön hart. Da muss man ganz schön oft schießen. Ja. Wenn man nicht aus der Deckung raus. Haben die dabei? Ein Pfeil. Nur mein Pfeil, selbst nichts Vernünftiges. Nö. Nö. Ist nix. Und du kannst ja mal diesen Ding angucken hier. Was? Dieses Sternlingsdings, was du da als Konstrukt. Leer. Warte mal, ist leer. Aber das hier, den hast du ja gar nicht umgebracht, der war schon tot. Ja? Einen? Ich hab zwei. Eben. Einer. Wir haben schon. Hier drei, also ist ja schon.
Einer war vorher schon. Wo ist denn jetzt unser Bergwerk? Unser Bergwerk ist inzwischen weiß. Ja. Und müsste hier irgendwo sein. Hier da wahrscheinlich. Ist es. Bin ich doch glatt am Eingang vorbeigelaufen. Alte Sternlingsgrabstätte. Alte Sternlingsgrabstätte, hat er ja gesagt, ja. Da ist nochmal ein dunkles Bergwerk, ist noch eins dahinter irgendwie. Ja, das mal. Ist das auf der anderen Seite von dem Berg. Na gut, dann gehen wir mal in die alte Sternlingsgrabstätte. Ging schlecht. Wenn wir hier Besessene haben und Konstrukte. Tja. Als Gegner. Ist hier mal was Neues. Naja. Oh, Hängemus. Hängemus. Ja. Noch mehr Hängemus. Wow. Jede Menge Hängemus hier. Hier ist so eine blaue Leuchte. Aha. Und hier ist eine Truhe. Oh. Gut versteckt. Ja, sieht gut aus. Nehmen wir mal alles mit. Hier gibt es gut Hängemus zu ernten. Da ist ein alter Käfer. Geradeaus. Ja? Ja, auf dem Boden. Hier guckt man genau geradeaus. Da, guck mal doch das Ding da oben, oder nicht? Ist doch ein alter Käfer. Halt, halt, nein! Ist doch am Boden. Oder ist eine Spinne? Ist auch eine Spinne, kann es sein. Ach, das ist... Eine Spinne ja, eher. Ja, Mooskrabbler würde ich vermuten. Könnte auch sein, ist egal, ob das dann ein Vieh. Auf jeden Fall so ein Spinnvieh. Ja, Sandspinne ist das. Gut. Wie auch immer, auf jeden Fall war da ein das Feind. Sind noch mehr. Ja. Aber was? Tja. Wo? Da. Da schlagen die Trommeln. Ach, ist doch mal so eine Sandspinne. Na ja. Halt. Was ist das? Auch eine. Und noch mal eine. Wüstenspinne. Nett. Ich glaube, die Wüstenspinner, das waren die, die nichts dabei haben. Ja. Eine scharfe Spitzhacke. Da höre ich doch wieder ich so auch Konstrukt. Sowas. Klappern, ja. Schattenstahlerz. Das habe ich gehofft, dass es sowas gibt. Okay, wir speichern. Das könnte sogar sein, dass das das gleiche Bergwerk ist. Wie, welches gleiche? Das dunkle. Und das, wo wir jetzt rangegangen sind. Ja, dass es ein anderer Ausgang ist, dass wir durchlaufen. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Weil das auf beiden Seiten vom Bergwerk angezeigt wird. Von diesem Berg, also, meinst du? Vom Berg. Vom Berg, ja. Das könnte ich mir gut vorstellen, ja. Lass mal ein Silberkerzenständer wollte ich immer schon mal haben. Ne? Ne. Gönnst mir aber auch nichts. Was ist ich das dachte, denn? Das wäre... Was da so, leuchtet, was ist das denn? Oh, hier ist nochmal eine Truhe. Ja, ich guck rundum. Ja. Oh, alles brauchbar. Und wir haben ja schön Platz jetzt. Schlafen, oh, man kann sogar schlafen. Das ist nix, schade. Da könnten wir glatt schlafen. Aber ist noch ein bisschen früh zum Schlafen. Ne? Mag sein. Ich will aber keine Holzfäller-Axt. Da oben ist nix und da drin ist auch nix. Aber hier gibt's Mannerpilze. Ja. Die stecken wir doch glatt ein. Malachit, hier gibt's Malachit. Schön abwechslungsreich. So.
Aber kein leuchtendes Thorium. Nee. Bis jetzt noch kein Erzvorkommen gefunden. Er war nur gekauft. Tja. Wo kämen wir da hin, wenn wir das in rauen Mengen finden würden? Ja. Das wäre zu schön. Da wäre es aber auch wahrscheinlich nicht so gut. Sein. Da könnten wir uns ja eine komplette Ausrüstung bauen. Das wäre ja bauen. Schön. Ja. Noch jemand hier? Nö. Was ist das denn? Eine Blume, die keine ist. Das ist ein Grabstein oder sowas, hä? Ja, könnte sein. Leer. Ja, Wüstenspinne leer. Sandspinne ist nicht leer. Hat ein Spinnenei. Hat ein Ei dabei. Ja, schön. Ich höre so ein rollendes Geräusch. Irgendwas höre ich da. Ja, ja, hier hört man Emma. Ja, genau. Das habe ich gesehen, als du die umgebracht hast. Du auch, ne? Ja. Durchs Fernrohr. Bei dem Finisher konnte man das sehen. Ach. Was denn? Na, das Hängemoos konnte man von unten nicht nehmen, nur von oben. Die Schienen enden an der Wand, aber hier scheint es weiter zu gehen. Möglicherweise, ja. Oh. Ja klar, wenn hier Spinnen sind, dann... Mann, sogar bei der dämlichen Spinne muss man hier dreimal schießen. Ja. Ich glaube, mein Bogen ist abgenutzt. Nö. Meinst nicht? Das würde ich nicht unbedingt glauben. Meintest du, das geht da weiter, wo, hinter den Spinnen? Ja, aber ich will mir erstmal diese Höhle hier angucken. Und irgendwas rattert doch hier. Ja, klar rattert hier was. Karotte, naja. Ein ganzer Sack und nur eine Karotte. Kann man unterwegs wegknuspern. Aha. Ja, ich finde das Geräusch beunruhigend. Obwohl, ich glaube nicht, dass es gefährlich ist, aber... Guck mal, hier ist ein Straßendieb. Ja, der ist gestorben. Irgendjemand hat ihn abgemurkst. Einen Groschen hatte der dabei. Ja. Einen ganzen Groschen. Ernten, Spornkrone. Ich weiß ja nicht, was die macht. Aber... Nee, nicht den... Nein. Spornkrone? Du bist immer zu schnell da. Ah, hier. Ja. Ja, ich hab sie noch. Hab sie ja noch gefunden. Hier geht's auch weiter. Oh. Ich glaube, da habe ich was gesehen. Hier geht's ja in alle Himmelsrichtungen. Ja, ja. Nö. Nö. Nö, nö. Ah, jetzt sind wir wieder da, wo wir reingekommen sind. Ja, dann können wir jetzt sagen, wir gehen in eine Richtung. Wie gehabt, immer an der rechten Wand oder immer an der linken Wand. Ja, genau. So, da war die Truhe, hier war nichts, wo es weiterging. Hier ist Hängemoos, ja. Und wo war dieses Spinnwebzeugs? Das war irgendwo bei den Spinnweben. Ja, bei den Spinnweben ist gut, ja. Ja, aber hier... Aber nicht hier, sondern ein Eckchen weiter, ha? Ja, frag mich bitte nicht dazu. Kannst dir nicht sagen. Aber... So, du ja, hast recht, hier, hier war das. Ja, hier, hier. Ist die hin? Ja, die haben wir gerade umgebracht. Aber man muss sie noch ausnehmen. So? Das hast du nicht gemacht. Nee, ich war ja hier noch gar nicht drin. Gut, aber du hast sie auf jeden Fall ermordet. Ich meine, sie hat dich ja angegriffen. Du hast dich gewehrt.
und hast sie getötet. Ich habe sie nur ein bisschen gemobst. Über all diese metallischen Geräusche. Ja, ist ja auch eine Sterlings... was war das? Sterlings... Nichts zu sehen, ja. Ausgrabungsstätte oder was weiß ich, keine Ahnung. Nichts zu sehen. Wie heißt das hier? Sterlings... Grabstätte. Alte Sterlings Grabstätte. Grabstätte. Aha. Grabstätte. Ja, da erwartet man eigentlich Untote und keine Spinnen und Straßenräuber und sowas. Ups, ich höre doch was. Ja. Nee, nix da. Axt, Teller. Aber Bücher gibt's hier. Ja. Ja. Da, da ist eins. Eine Spinne, eine kleine. Sterlingsspinne. Ups. Ja. Wow. Ist das? Oh. Wow. Den das war jetzt echt gelungen. Verbrezelt. Ja, er hat den Frostschaden widerstanden. Oh, Mondstein. Mondstein. Ja, hier gibt es von jedem als etwas. Besteht eine gewisse Hoffnung, dass wir auch auf leuchtendes Thorium stoßen. Ja, du kannst dir ja mal Gedanken machen in der Pause, was du dir, beim Meditieren wieder, was du da wieder lernst. Ja, da werde ich mal gucken. Du hattest noch einen Punkt aufgehalten und du hast auf jeden Fall schon wieder einen bekommen. So, da kamst du also her, du komischer rollender Heini, du Konstrukt. Ja, da hinten ist schon wieder die nächste Spinne. Ja, ich glaube, das sieht... Ist da jemand aufgehängt? Ah, wenn du so rumwirbelst, dann egal. Entschuldigung. Ja. Da oben ist ein Skelett, aber es hängt da, glaube ich. Nee, ist da irgendwie aufgehängt. Okay. Das da ja, das ist aufgehängt. Hm. Ja, wieder mal einer von denen. Ja. Hm. Und da unten krabbelt so eine Spinne rum. Spinne rum. Hm. So eine Sternlingsspinne. Hm. Ja. Hallo, Spinne. Also ich würde die nicht rankommen lassen. Die explodieren immer so blöd. Ich sehe sie ja nicht. Doch, ich habe sie aber gesehen. Ja, jetzt aber nicht so. Nicht hier, nicht von hier aus. Bin immer wieder ein bisschen... Da ist sie doch. Stimmt. Ja. Jetzt kommt wieder so einer von diesen rein. Gut. Jetzt nicht mehr. Er kam. Der Infinitiv. Infinitiv sag ich. Ja, ich muss dran denken, nicht so hektisch rumschwenken. Ja. Hm. Mit einem ja schwindlig dabei. Ich meinte natürlich imperfekt. Hm. So viel zur Perfektion. Geldbeutel. So. Und? 39. Ja. Letztens hatten wir ja ein paar Geldbeutel, da war überhaupt nichts drin. Ja. Fand ich ja nicht in Ordnung. Hm. Sehr interessant. Na, ob das so in Ordnung ist? Oh, hier ist eine Truhe. Ja. Oh, massiv. Na gut. Wir haben das mit den Gesellen, ne? In der Pulverliste. Ja. Ja. Wow, 10 Dietriche. Ja. Boah. Falls ja jemand 10 Dietriche verbraucht hat, werden die gleich wieder ersetzt. Das finde ich sehr nett. Ja, schon wieder so einer von denen. Nicht.
So, wer hat denn den getötet? Ja. Der hat ja so lauter Eiszapfen da irgendwie in seinem Körper verankert. Siehst du? Ja. Sieht irgendwie nicht gesund aus, aber er ist auch daran gestorben. Schätze ich. Boah. Sieht ziemlich ungesund ja. aus, was der da im Körper oh. hat. So, was passiert, wenn man den Freundheim kann man ja mitnehmen. Hebel bewegen? Ha? Wenn man den Hebel bewegt, was passiert dann? Ja, gute Frage. Ich glaube, ich speichere das erst. Das würde ich mal. Auch sagen, ja. Ich meine, so wie der aussieht, könnte das eine Warnung sein, weißt du? Was ist passiert? Da kommt Dampf raus. Ist das gut oder nicht gut? Ist Ursache und Wirkung, hm? Tja, ist manchmal nicht so leicht festzustellen. Ursache. Ja, sei der Hebel. Was ist die Wirkung? Keine Ahnung. Was ist da passiert? Ist denn was passiert? Eine gute Frage. Hätte man wahrscheinlich vorher wissen sollen. Hätte man wissen müssen, wie es vorher aussah, oder? Da macht man es ja ganz gezielt, wenn man das weiß. Und man nicht weiterkommt und eine Tür öffnen muss oder irgend sowas. Ja. Na gut. Gehen wir mal davon aus, dass es vielleicht ganz gut war. Ach nee. Keller. Toll. Ja, jetzt gehen wir wieder zurück. Das war wohl das Ende von unserem naja, Gang. Vielleicht mussten wir hierher und mussten den Hebel bewegen. Ja. Aber trotzdem finde ich es immer damit blöd. Irgendwo anders irgendwas aufgeht. Wenn ich da nicht weiß, was woanders passiert. Ne? Ja. Ich glaube, hier ist nur die Wand dahinter. Da ist nur die Wand dahinter, ja. Ich wollte nur genau gucken, ob wirklich nur die Wand dahinter ist. Manchmal sind die Spinnweben so dick, dass man nicht durchgucken kann. Ja. So, gehen wir mal hier lang, ja? Tja, jetzt kommen wir in die Pulverwüste. Ist das hier die andere Seite? Wie wir vermutet haben? Oder sind wir jetzt einfach nur zurückgelaufen? Oder sind wir einfach nur zurückgelaufen, ganz genau. Na los. Macht's hier wieder spannend. So, es ist dunkel. Wir müssen auch mal auf die Karte vermute, gucken. Ich vermute, wir sind zurückgelaufen. Ja, gucken wir auf die Karte erstmal. Ja. Ne? Das kennen wir. Ja. Wenn es die andere Seite wäre, dann wäre es ja hier rundum. Ist auch sehr kurz. Also, ich bin schon gewundert, es war ein ganz kurzer Weg hier. Na aber wir gut. können, wir gehen jetzt wieder zurück, aber wir können auch Schluss machen. Dann gehen wir mal wieder ein bisschen bis dahin, wo wir waren, ne? Offscreen. Und dann können wir dann in der nächsten Folge an der Stelle weitermachen. Genau. Okay, bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.